So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was getan bei mir mittlerweile, so auch grafikmäßig vielleicht so einigermaßen was. Ja, aber ist egal. Wir fangen heute mit einem neuen Projekt an und zwar RE4. Mittlerweile streame ich das ja auch sehr viel. Mit Evil Dynasty ist ja so der Hauptgrund ja abgeschlossen. Möchte aber trotzdem weitermachen, auch mit so einem kleinen Vorwort immer wieder, um mal zu sagen, was wir heute überhaupt machen. Ja, heute, logischerweise R4, habe ich Ihnen gesagt, es geht in den unteren Tunguska-Bereich heute. Und zwar wollen wir versuchen, ein bisschen mit den Trollinggang an gute Fische ranzukommen. Ja, es gibt da sehr viele Fischarten. Man kann auch sogar mit drei Ruten den Trollinggang machen. Ja, und falls der eine oder andere das schon aufgefallen ist, dass so mit dem Treiben lassen und so ist so ein Ding für sich mittlerweile. Ja, aber darauf gehen wir gleich näher ein, wenn das Video startet. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach unten. Natürlich geht das auch, aber bitte mit der Kritik dazu, dass ich weiß, was ich nächstes Mal besser machen kann. So, denn nochmal viel Spaß gewünscht und bis gleich. So, und da sind wir auch schon mitten im Video, mitten dabei. Jetzt geht es auch schon los. Wie ihr seht, die Angeln sind schon krumm. Ich stand hier nämlich schon im Wasser drin, um zu gucken, ob das Boot überhaupt noch geht. Ist ja auch immer so ein bisschen so ein Ding für sich, ne? Lassen wir den erstmal frei. Erstmal noch nicht rein. Zeigen wir erstmal, wo wir überhaupt hier über lang gehen. Holen wir erstmal beide raus. So, gut. Oh, perfekt. Also ich zeige als erstes so den Kescher. Das sind jetzt erstmal bloß vier Stück von denen, die man hier angeln kann. Wenn ihr ungefähr fertig seid, nach 2 Stunden oder sowas, stehen da mehr als doppelt so viele Fische. Teilweise, wenn es gut läuft, ja. Worauf wir es so mehr oder weniger abgesehen haben, ist der Seesaibling, dass wir den in den Trophy kriegen. Buckellachse gibt es hier recht viele und auch Nelmas, ja. Sind alles Fische, die gut Erfahrungspunkte bringen und gut Kohle. Was man auch mit dabei hat, leider, ist der Taimen. Auch recht viele. Ich habe pro Tag mindestens einen, der mich immer zu Weißglut bringt, ja. Bei 30 Kilo zieht er nämlich schon ganz schön ab, egal was ihr drauf habt. Dann haben wir als Ausrüstung, nehmen wir uns mal in der Hand, wenn wir nicht das Falsche drücken haben, so. Und zwar die Siberia Super Duty. Ja, die hat nur 30,5 Kilo, reicht auch vollkommen aus, weil wir haben nämlich auch nur eine kleine, also eine große Rolle drauf, haben nur eine kleine Leine drauf mit 28,2 und ein Fluorocarbon mit 27,7. Damit habe ich mittlerweile so mitgekriegt, läuft es bei mir am besten. Ja, und momentan geht der Kiruna Sotori 22 Gramm 009 auch am besten. Ja, passt hiermit perfekt eigentlich alles überein. Ja, also, ja, gut, mehr oder weniger. Wurfgewicht 25 Gramm wäre natürlich besser. Der hat halt nur, ne, 22 Gramm. Ihr kommt aber trotzdem wunderbar damit raus. Also, das läuft. Braucht euch keine Gedanken machen. So, jetzt gucken wir uns noch die Karte an. Von der Karte aus, wir sehen, wegen dem Time lassen, das ist vielleicht manchen schon aufgefallen so ein bisschen. Hier hinten sind ja ungefähr die Pylone, die Grenze abstecken. Ja, ab hier, wenn ihr hier seid und ihr wollt euch treiben lassen, geht das nicht. Das geht erst so hier ab dem 12-Meter-Loch. Dann geht das auch mit dem Treiben. Habe ich aber bis jetzt noch nicht so wirklich gute Erfahrungen mit gemacht. Ich mache den Trollinggang. Einmal von, also wenn ich starte, ist mir eigentlich immer egal, ob ich dann als erstes da lang oder da lang fahre. Das ist total wurscht. Das ist euch überlassen, weil bei beiden Stellen fängt ja überall das Gleiche, ja. Mal fängt da hier bessere Seesaiblinge, mal da. Eigentlich ist es wurscht. Der Weg ist immer wiederum der gleiche hier und hier lang. Ja, recht easy peasy. Und dann zeigen wir jetzt auch nochmal, wie wir das jetzt hier machen. Ja, nehmt euch denn noch 10, 15 Minuten mit auf Fahrt. Und dann schauen wir mal. Ich werfe unterschiedlich weit aus, mal auf 60, mal auf 70, nur um zu gucken. Also, kommen wir hier noch rein. Ihr könnt das auch immer richtig schön abschätzen, indem ihr öfters mal M drückt, ob er jetzt genau mittig im Loch fahrt oder nicht. Ihr könnt euch auch, wie gesagt, treiben lassen und so. Das ist, ne, auch okay. Ihr könnt auch, und das zeige ich auch gleich noch auf der Karte, euch neben den 7,5 Meter Loch stellen und versuchen, da mit einfach reinwerfen und rausziehen, das auch hinzukriegen. Das wird auch kein Problem sein, ja.
Finde ich aber halt nicht so effektiv, als wenn ich das jetzt hier machen würde. Da haben wir auch schon wieder einen Fisch, den wir eben noch nicht drin hatten. Das war eine arktische Esche. So. Also ich mache das jetzt seit 3, 4 Tagen hier. Also der Spot ist wirklich gut getestet von mir. Muss immer wieder sagen, es macht immer wieder Spaß, hier reinzukommen. Und das sind 3 Tage genau. Ja, um dann halt wirklich ein paar Punkte zu machen. Ich habe hier bestimmt die letzten 3 Tage um die 6, 7 Millionen Erfahrungspunkte gemacht. Ja, und Kohle braucht man gar nicht zu sprechen. Ich war den einen Tag runter auf 50.000 auf 50 Silber, bin hochgestiegen auf 5.600 oder 6.000 ganz und gar, habe wieder viel ausgegeben, wieder bei 100 gelandet und bin jetzt schon wieder bei 1.700. Also, um Kohle zu machen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist das Spot ideal. Wirklich. Die einzigen Viecher, die euch hier so ein bisschen nerven können, ist, glaube ich, so ein, haben wir gerade dran, ja, aber ist ein Timing. Ja, aber wenn ihr alles mitnehmt, was einen Haken hat und so, das 3 Stunden macht, ihr wirklich dann gutes Wetter abgepasst habt und alles. Was tue ich denn? Ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kriegt ihr hier Kohle ohne Ende. Also ich bin hier noch nie mit einem Kescher unter 1000 Silber rausgegangen bei 2, 3 Stunden. Ja, also das ist echt extrem. Vielleicht kriegen wir jetzt hier auch, während ich streame, noch einen schönen Biss dran. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ihr könnt natürlich auch zwischen den Dingern variieren. Ihr könnt auch, das hatte ich ja auch gesagt, ihr habt noch eine mit reinnehmen. Das ist die Fortuna Carp, natürlich die nicht. Könnt ihr euch auch natürlich noch eine dritte mit auswerfen. Zack, eine Ultralight. Schnur zumachen und gucken. Ja. Dann habt ihr drei Angeln drin und das ist eigentlich echt ein super Ergebnis. Also, was man daraus kriegen kann an Fische. Ja, das Problem ist dann halt nur, wenn die andere Angel dann auf einmal richtig schön am Ziehen ist und so, dann sollte man die ganz schnell reinholen. Aber wenn ihr die 3 Angeln so weit draußen habt, und ihr nicht gerade Barsche rankriegt, dann könnt ihr hier wirklich super Ergebnisse erzielen. Ansonsten stellt ihr euch hier unten hin, das ist die 172 ungefähr, und jiggt denn da, nicht jiggt, wirft denn da hoch und zieht dann einfach runter. Das geht natürlich auch. So. Wir kicken mal, also Punkt 1, ich muss es ganz ehrlich mit dazu sagen, die ersten 2 Stunden wird euch dieses scheiß Motor euch übelst auf den Nerv gehen. Ist bei mir genauso. Ist aber gar kein Problem. Ja, weil irgendwann gewöhnt man sich dran. Irgendwann überhört man es. Gut, kommt die erste Drehung. Also ihr braucht schon so einen Ingame-Tag, circa Pi mal Daumen, bis ihr das einmal hoch und runter gemacht habt. Aber als Angler, sage ich mal, also Ingame-Angler, ist das überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir da auf der Route schon einen Biss. Wollen wir natürlich auch sofort raus. Auf der zweiten Route haben wir auch einen Biss. Yep, haben nur was Kleines. Jetzt kriegen wir hier noch einen schönen Elmer mit raus, bezweifle ich aber. So, zack, zack, zack. Ja, also die Frequenz hier, die bleibt auch gleich. Ja. Das einzige Problem ist, gegen die Mittagsstunde wird es ein bisschen ruhiger. Aber wirklich nur ein bisschen. Weg. Die nehmen wir nur mit, wenn sie Trophy sind. Weiter aus. Ja, halt nur kleinen Kram, ne? Aber den, das ist bestimmt der, den wir gerade reingeworfen haben, ne? Also an sich ist es halt, wie gesagt, kein Problem. Nelmas sind hier, dann die Echen sind auch hier. Lennok in der schönen Größe sind auch mit dabei. Ja, Buckeldachse sind mit dabei. Die eine oder andere Bachforelle kann man hier auch mal rausziehen. Ja, Problem sind halt hier nur die Taimens. Die Seesäblinge bei 12 Kilo machen auch denn schon mehr Spaß. Ja, die bringen dann wirklich gut Kohle für, wenn man sich das alles vorbereitet, bevor man schlafen geht. Ja, kann man hier echt gut viel machen. Ja. Sollten übrigens noch Anregungen sein für Videos, die ich machen soll,
in, was weiß ich, Anfängerguide oder sonst irgendwas. Schreibt uns in die Kommentare rein. Und dann werde ich euch natürlich versuchen, da irgendwas zu zeigen. Ja, ich bin der Meinung, die meisten sagen, ah, hier drei Grundrouten, Attacke und so. Ne. War ich zum Anfang auch der Meinung. Ich finde aber, mit zwei Stippen und einem guten Laubenspot kommt man wunderbar schnell voran. Da muss man halt bloß einen guten Laubenspot haben. Für Tipps und Tricks und so werde ich nebenbei auch immer so versuchen, ein paar von mir zu geben. Problem ist aber, dass ich manchmal irgendwas automatisch mache und gar nicht weiß, ob es ein Tipp oder ein Trick ist, ja, oder einfach, ob es jeder weiß. So, da haben wir schon meinen ersten schönen Länder. Und guckt euch das an. 16.000. Ja, und die machen mal überhaupt keinen Stress, die Viecher. Also es ist echt schon tipptopp, kann man sagen. So, in der Spur bleiben wir auch. Das ist auch super. Ja. So. Ich zum Beispiel bereite mir abends immer gleich alles vor, am liebsten. Wenn ich weiß, nächsten Tag gehe ich dahin. Ja, dann rein und dann könnt ihr die Happy Hour wunderbar ausnutzen. Wenn ihr nicht so ein Pech habt, wie meine Wenigkeit, wo man im Verarsch wird und einfach mal so 10 Minuten von der Happy Hour einfach abgezogen werden, wie heute. Fand ich sehr nett. Danke, RF4. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich da ein kleines Problemchen. So, gut. Können wir eigentlich die dritte Angel? Meistens ist es bei mir so, wenn ich die dritte Angel einmal auswerfe, geht gleich eine von den anderen beiden. Das Spiel weiß es, manchmal verarscht es einen, ja. So. Ja. Tipps und Tricks habe ich hier nicht wirklich parat für diesen See, muss ich ganz ehrlich mit dazu sagen. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, wenn man hier oben geht, ist ja so ein Steinhaufen, auf die Steine drauf gucken, wie weit man nach vorne geht. Und dann könnt ihr auch da mit einer Route eurer Wahl, die am besten ist, da komplett durchschicken. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr denn ein 3-Jing-Saibling oder wie sich das Ding nennt. Ja, die bringen auch gute Erfahrungspunkte und gut Kohle. So. Da haben wir mal wieder was, was Kleines oder auch nicht, wollte nicht. Falls Fragen sind. Achso, jetzt habe ich doch noch einen Tipp. Für diejenigen, die vielleicht noch das noch nicht wissen, wie sie es immer am besten machen, wegen Spots und so rankommen. Die von YouTube werden es wissen, die gucken ja denn das Video hier. Schaut euch YouTube an. Geht in viele Streams rein, wenn die Discord haben, meldet euch bei denen in Discord an. Ja, ihr müsst ja nicht mit den Leuten reden, aber nur um die Spots rauszukriegen, ja. Oder, ich sage es immer liebevoll, das russische Facebook, das VK, meldet euch da an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Community von den Russen ist nämlich ein bisschen besser, finde ich, als wie unsere. Die setzen sich nämlich mit 200, 300 Leuten in einen Discord rein, quatschen jeder an eine Position und dann wird nämlich ausprobiert, welcher Spot da für welchen Fisch momentan läuft. Finde ich tausendmal geiler als wir hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, wer aber auf diese Idee mal kommen sollte, einfach mal ein paar Spots zu suchen für irgendwelche Fische, haut es raus und wir machen das gemeinsam. Ja. So. Das wäre so ein Tipp noch nebenbei. Wir gucken mal, aber es scheint sich wohl nicht zu tun. Stückeln will ich nie im Video, weil hat seine Gründe. Ich mag das deswegen nicht. Jedes Mal, wenn man guten Fisch hat oder so, ja, und dann ein Video zeigt, so, oh, guck mal, das habe ich jetzt gefangen, das habe ich jetzt gefangen. Und das ist alles hintereinander weg. Ja, und dann guckt man mal auf die Uhrzeit und so, es ist ein Unterschied manchmal von einem Tag oder einer Stunde oder sonst irgendwas. Ja, dann denken sich die Leute, boah, der Spot muss aber rennen und sonst irgendwas. Das mag ich nicht, ja. Darum mache ich das lieber so, wie ich euch das jetzt hier zeige. Ja, mal läuft es gut, manchmal läuft es beschissen. Ja, aber man sieht, es kommt halt immer mal wieder was rein. Ja, von daher versuche ich gutesgehend eigentlich immer die Videos alle zusammenhängend zu machen. Ja.
Die Fische hatte ich ja auch schon bis eben gezogen. Ja, gut, vor einer Stunde, zwei habe ich angefangen. Hier habe ich dann den Cut gemacht. Ja, das war, könnte ich ja ausrechnen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ja, bei dem anderen habe ich angefangen mit dem Video. Vorwort und sowas. Das ganze Döns. Ja, aber was ich immer nur so sagen kann, von eigenen Erfahrungen her, ist, gebt nicht auf. Auch früher oder später wird ein Fisch kommen, der wird das komplette entschuldigen, ne, auch wenn ihr jetzt, sag ich mal, 10, 15 Minuten nicht fangt. Nicht aufgeben. Das ist nicht die Lösung. Immer schön am Ball bleiben. Ihr werdet davon damit belohnt, glaubt mir. Ich habe jetzt auch nämlich noch eine private Challenge bei mir offen. So, Motor aus. Na, jetzt gucken wir mal, was das ist. Wenn es ein Nelmer ist, ist es ein schöner. Ein Taimen wäre zu klein. Seesaibling würde ich mich freuen. Dann wäre es nämlich jetzt eine Trophy. Das würde natürlich passen wie Arsch auf einmal. Ne? Machst ein Video und dann auf einmal Boom. Aber das wird hundertprozentig ein Taimen sein. Ja, außer wenn das jetzt Trophy, dann müssen wir noch mal hier einen hinter der Binde kippen, dass wir die Punkte endlich haben. Ja, 9 Kilo war bis jetzt mein größter, auch hier, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Die ganze Zeit mache, aber das wird keiner sein, das weiß ich. So viel Glück habe ich nicht. Timen. 14 Kilo, also 14 Kilo kriegt man eigentlich noch recht easy peasy raus. Aber ich muss euch immer wieder sagen, so ein 14 Kilo Timen ist es halt einfach leider nicht wert. Also ihr kriegt gute Erfahrungspunkte, ihr kriegt auch ein bisschen Geld dafür. Aber ne, guckt euch das an, Buckelachs von 500 Gramm kriegt aus wie nichts. Und hat 3000 Erfahrungspunkte. Also, Taimen sind hier so die Arschlochfische, die man hier rauskriegen kann. Ja. Des Übrigen ein toller Gang. Auch wenn ihr die Rute in der Hand habt, ihr könnt trotzdem G drücken, falls ihr es noch nicht wisst, und der Motor geht aus. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, um das mal zu sagen. Nicht, dass er jetzt denkt, oh, ich muss jetzt erstmal vorher die Rute ablegen und sonst. Wisst ihr nicht. Könnt ihr einfach G drücken, das habe ich ja auch gerade gemacht, und dann passt das. Ja, also das ist kein Problem. Ich habe vergessen, anscheinend TS auszumachen. Aber das ist auch kein Ding. Weil wir haben unsere Länge jetzt gezeigt vom Video, was ich immer machen will. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch das gleiche wie jedes Mal. Hat es euch gefallen, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Aber bitte mit der Kritik dazu. Wünsche euch viel Spaß hier bei dem Spot und schreibt ruhig mal die Ergebnisse rein. Lorido.